Herrn Jan Frohnmeier, wie man eben sagt, hat nicht mal Studium abgeschlossen und strebt ja schon kleine Höhe. Das sind nämlich genau die eben mal diese klassischen Dreiklang hier aus dem Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, dann haben. Das ist etwas, genau, das sind so viele. Genau, es gibt so viele. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen damit beschäftigt, mal verschiedene Lebensläufe mal durchzuschauen. Von den Einnahmen sind so viele dabei. Die da teilweise genau diese Lehre, ja, wo bei den Jusos angefangen, dann mit 18 Jahren ein Politikwissenschaftsstudium gemacht und dann mit 24 bei den Abgeordneten schon im Büro gearbeitet haben und mit 28 oder 27 erste Mandat dann. Die würden nach Rädern noch verhungert sein, wenn das alles war. Völlig. Ich glaube, jetzt wird es nicht. Sie waren nochmal jetzt.